Ein ganz herzliches Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Time for Bricks zu einer brandneuen Reaction. Endlich mal wieder nach über einer Woche, und zwar auf ein Video von Brick Story. Und das ist schon ein bisschen länger her, vor gut über einer Woche, aber ich wollte es mir natürlich nicht leben lassen, darauf zu reagieren, damit ich dann Brick Stories Namen in den Titel schreiben kann und Klicks auf seinen Nacken abstauben kann. Und zwar geht es um die Top 10 schlechtesten Lego-Sets mit guten Minifiguren. Das Ding bei Top 10s ist halt schwierig zu sagen, weil ich habe halt schon viele Sets im Kopf, aber ich habe nicht alle Sets im Kopf. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, ob es da noch Sets gab, die noch schlechter waren und gute Minifiguren haben und so weiter. Deswegen ist es bei Top 10s immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht fällt mir was ein, wo ich auch noch einen Beitrag zur Konversation beitragen kann. Würde ich sagen, fangen wir an. Wünschtet ihr manchmal auch, dass ihr... Ey, ich find's so unfair, wie dieser Death Star so kaputt gemacht wird. Ich check das gar nicht. Also klar, das mit dem UCS ist natürlich Bullshit, aber der ist nicht schlechter als der alte. Also der ist besser als der alte, weil die Figuren besser sind. Ich verstehe nicht, warum auf dem immer so rumgehackt wird, auf dem Todesstern. Ihr von großen Lego-Sets einfach nur die Minifiguren einzeln kaufen könnt. Also ganz ehrlich, beim Todesstern, den kauft man jetzt wo ja nicht nur wegen der Minifigur. Also so ein Todesstern ist doch auch schon cool, oder? Weil ihr die ganzen Steine, die noch im Set selber mit dabei sind, eigentlich gar nicht braucht. Das kenne ich auch. Deshalb heute meine Top 10 der schlechtesten Lego-Sets, die man nur wegen der sehr guten Minifiguren kauft. Ja, ist jetzt natürlich für den Spannungsbogen des Videos halt gut aufgebaut von ihm. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass... Also, zumindest bei mir, also ich kaufe kein Set nur wegen der Minifiguren. Also wenn ich den Rest vom Set komplett behindert finde, dann kaufe ich es trotzdem nicht. Also ich kaufe nichts nur wegen der Minifiguren. Außer vielleicht mal Battle Packs. Aber komplett allein wegen der Minifiguren, so größere Sachen, ab 20 Euro nichts. Also wenn der Rest komplett Schmutz ist. Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und Mann, oh Mann, ich habe dieses Gefühl wirklich oft, dass ich irgendein sehr teures Lego-Set nur kaufe, weil da ein bis zwei coole Minifiguren dabei sind und der Rest von dem Set, den brauche ich eigentlich gar nicht so wirklich. Deshalb heute meine Top 10 dieser Sets. Falls ihr auch solche Sets kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, damit legen wir direkt los mit dem Platz Nummer... Kenne ich eins? Ich kenne glaube ich keins. Was ich gekauft habe, kenne ich glaube ich gar nicht. 10. Was man sagen muss, Brick Story hat schon immer nice Musik mit dabei. Auf Platz Nummer 10 haben wir direkt den First Order AT-ST Walker aus dem Jahr 2018 zum... Okay, das war ja auch auf dem Thumbnail, deswegen war ja klar, das kommt, aber dass das auf Platz 10 ist, bin ich mal gespannt, was er da noch so auf Lager hat. War ja klar, also... Das wäre auch so ein Kandidat gewesen, den ich genannt hätte, aber ich habe ihn nicht gekauft. Ich habe es am Ende nicht geschafft, dieses Elend mehr zu kaufen, nur wegen der Captain Phasma und meine Figur. Aber ansonsten wäre das auch so ein Kandidat gewesen, den ich gesagt hätte, aber ich habe ihn glücklicherweise nicht erworben. Deswegen, ja, also der Walker, mit dem kannst du halt echt nichts anfangen. Da ist das Ding halt, das ist nur eine Figur wirklich, wegen der man das Set kauft. Also klar, du kannst irgendwie Rose und Finn irgendwie noch als Officer-Figuren oder so nutzen. Hier ist halt dieser Schockstab da irgendwie dabei, das ist ganz cool. BB-8. 8. Star Wars. Wirklich, guckt euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist ja glaube ich ziemlich gut gegangen. Guckt euch die Held der Steine Review zu dem Set an, weil die ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam, kann ich euch sagen. Teil tatsächlich erschienen und hier brauchen wir gar nicht anfangen zu diskutieren. Das ist ein katastrophales Set. Wir haben hier einen kopflosen AT-ST Walker mit dabei gehabt. Irgend so eine Stütze stellt... Ja, dieses kopflose stört mich ehrlich gesagt gar nicht so, aber es sieht halt einfach... Es ist halt auch alles komplett unverkleidet, ne? Also hier diese Springloaded Shooter sehen halt einfach komplett hässlich aus. Ja, auch die Beine, guck mal, die sind ja hier komplett... Und dann halt dieses Ding ist halt wirklich eine Frechheit. Das ist halt einfach nur, um den Preis nochmal hochzutreiben, obwohl es schon überteuert ist. Else, was auch immer. Und das zu einer UVP von Sargon schreibe 60 Euro. Das ist katastrophal zu viel. Der letzte AT-ST Walker mit einem Kopf hat 50 Euro gekostet. Aber das jetzt ja, mal zur Seite geräumt. Hier sind auch nochmal vier
Minifiguren mit dabei. Erstmal BB-8, der erscheint insgesamt noch in 9 anderen Sets neben diesem AT-ST Walker, ist also gar nicht so selten, aber die Minifiguren... Das wird gar nicht so selten. Also BB-8 ist wirklich der R2-D2, der Sequel. Rose Tico sowie Finn und dann Captain Phasma sind exklusiv in diesem Set erhältlich. Da muss man aber dazu sagen, ich habe mich mit dem Set schon mal genau auseinandergesetzt. Die Finn-Minifigur ist genau das gleiche. Torso, Beine und auch Kappe sind genau das gleiche wie im First Order Star Destroyer. Bei dem Officer da in Pearl Dark Grey, also das Einzige, was da halt ist, ist der Faceprint von Finn und der ist auch nicht exklusiv. Also die Zusammenstellung ist exklusiv, aber diese Teile von der Figur sind nicht exklusiv. Also nee, also die beiden lasse ich nicht gelten, halt Phasma ganz gut. Klar, Phasma, sagen jetzt einige bestimmt, kommt nochmal in dem First Order Transport vor. Ist auch richtig, aber ist nicht die gleiche Variante wie hier in diesem First Order. Ja, und außerdem, was man sagen muss, wenn ihr unbedingt das Bedürfnis habt, Phasma nicht einzeln kaufen zu müssen, sondern in einem Set, dann könnt ihr euch das meinetwegen kaufen, weil das bekommt ihr heutzutage immer noch für unter 50 Euro, also immer noch unter der UVP, die es damals gekostet hat. Und der hier, der liegt ja mittlerweile teilweise bei 200 Euro. Also, ja. Es war schon nicht schlecht, dass ich Phasma da nochmal reingetan haben in das Set, aber es war halt leider wirklich ein Kackset. Oder AT-ST. Ihr könnt hier genau den Unterschied vom neuen zum alten Helm sehen. Das bedeutet, sie ist... Ja, die war halt da in... Perlgrau, also in Pearl Dark Grey und hier glaube ich in Flat Silver. Auch nochmal exklusiv und kostet aus diesem Set auch um die 11 Euro bei Brick. Ich finde die Figur auch nice, also guck, vergleich mal den Helm. Ich finde, es sieht schon besser aus. Link, das finde ich ist ein Zeichen dafür, dass die Minifiguren gar nicht so schlecht sind. Und es ist ja auch eine super Möglichkeit, um billig nochmal an Captain Phasma ranzukommen. Eben. Denn sie ist ja eigentlich schon eine sehr coole Minifigur. Gleiches. Nur leider im Film absolut kein cooler Charakter, aber... Gilt auch für Finn und Rose, man kann über sie denken, was man möchte. Trotzdem finde ich diese First-Order-Outfits eigentlich gar nicht so schlecht und auch sehr schön, dass sie nochmal exklusiv für diese beiden Figuren von... Da bin ich mal gespannt, wenn er dann in dem nächsten Battle-Pack wieder über die Officer-Figuren sich aufregt. Lego hergestellt wurden, deshalb Platz Nummer 10 an den First-Order AT-ST. Auf Platz Nummer 9 haben wir das legendäre 76088. Legendär vielleicht ein bisschen hochgegriffen, also ja. Mit dem Set habe ich mich gar nicht so beschäftigt, also ich habe ehrlich gesagt vergessen, dass es gibt, aber ich habe leider auch vergessen, wie es aussieht und jetzt wünsche ich mir, ich hätte es nie erfahren, wie es aussieht, weil das ist wirklich echt hässlich. Also, da ist halt der Grandmaster drin und dieser Guard und dann Thor und Hulk an denen, ja, also das ist definitiv so ein Set. Thor vs. Hulk Arena Clash Set aus dem Thor Ragnarok Film. Ein ziemlich, ziemlich cooles Set. Habe ich damals tatsächlich auch gekauft, vor allen Dingen. Ja, also das ist hier, der Bild ist schon wirklich, also. Aufgrund der coolen Minifiguren. Wir haben hier den Grandmaster mit dabei, gespielt von Jeff Goldblum, sowie den Zakarian Guard Loki mit einem goldenen Umhang, einem dunkelblauen Torso. Und den beiden Stars von diesem Set, Thor. Oha, der hat Armprinting, okay. Thor mit einem neuen Helmteil. Thor mit einer neuen Armbedruckung, die an der Seite seine Rüstung zeigt. Und nochmal zwei zusätzlichen Schwertern und so einem Rückenteil, wo er die Schwerter auch noch verstauen kann. Und dann Hulk in der Gladiatorenausrüstung. Diese Minifigur sieht so traumhaft schön aus. Der Schulterpanzer in Blau, der silberne Helm. Ja, die Bedruckung hier ist schon krass, muss man sagen. Ich liebe diese Figur und ich habe dieses Set wahrscheinlich auch nur wegen dieser Figur gekauft. Diese Arena, die ihr mit den Steinen aus diesem Set bauen könnt, ist so ziemlich unnötig, meiner Meinung nach. Ja, ich finde, sie sehen einfach echt hässlich aus. Viele Aufkleber drauf verbaut. Von hinten sieht es einfach nur lustlos aus. Ein paar Sachen sind da noch eingebaut, ja klar. Aber ganz ehrlich, baut euch einen Stapel Steine aufeinander, dann könnt ihr den auch umkippen lassen. Dann habt ihr eigentlich alle Funktionen, die diese Arena hat, auch. Ganz ehrlich, dafür dann 60 Euro zu verlangen und halt diese Bausteine für diese Arena noch mit reinzuklatschen, hat mich damals ein bisschen genervt. Einmal aufgebaut, direkt wieder abgebaut, im Karton gelandet. Sehr schade. Trotzdem die Minifiguren einfach nur traumhaft schön. Auf Platz Nummer 8 haben wir die Milano aus der Lego Marvel Super Heroes Reihe. Das war ein Remake der ersten Milano. Die erste Milano war noch richtig schön groß. Diese hier jetzt ist... Ja, die ist halt sehr klein, muss man sagen. Also vor allem, wenn ihr es mal vergleicht auch... Ich weiß nicht, wie die erste aussah, aber mit der Milano von Avengers Endgame fand ich persönlich ein cooles Set.
Habe ich leider nicht. Habe ich aber tatsächlich neulich nochmal im Laden gesehen. Ja, ist halt ein bisschen klein, aber ist jetzt auch nicht schlecht. Hat dann wahrscheinlich weniger gekostet. Also ist doch eigentlich eine faire Alternative. Vollkommen winzig. Sie ist auch zum Glück 30 € billiger geworden. Also ich finde sie jetzt nicht hässlich, muss ich jetzt sagen. Hatte aber dafür ziemlich coole Minifiguren mit dabei. Wir haben hier fast einmal die kompletten Guardians of the Galaxy dabei. Baby Groot ist hier mit am Start gewesen, genauso wie Drax, genauso wie Star-Lord, wie Gamora und Nebula. Sie spielt hier dann auch in den weiteren Avengers-Filmen eine große Rolle. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit den Minifiguren, aber jetzt hier dieses Monster sowie die Milano, das hätte man sich auch wirklich schenken können. Sieht einfach nur popelig aus. Und dieses rosa Monster Finde ich dreht nicht. man auch so ein bisschen und dann hat es eigentlich auch der Spaß dabei rum. Also klar, diese so Monster, so Brickbuild-Monster finde ich generell nicht cool, aber ich finde die Milano jetzt nicht schlecht. Also ich finde es auf alle Fälle nicht vergleichbar mit dem First Order AT-ST, weil First Order AT-ST ist halt einfach schlecht. Das ist einfach nur schlecht, was da beim First Order AT-ST dabei ist. Und das hier ist halt einfach nur kleiner als die andere Milano. Also das finde ich jetzt nicht ganz vergleichbar, beziehungsweise. Keine Ahnung, vielleicht seht ihr es so wie er, dass ihr das auch nur wegen der Minifiguren kaufen wollt, aber dann liegt es ja vielleicht eher am Schiff. Also jetzt nur, weil es ein bisschen kleiner ist. Schade um die 50 €. Platz Nummer 7 geht an ein legendäres Set aus der Lego Harry Potter Reihe, das Expecto Patronum Set aus dem. Da bin ich auch noch sehr gespannt drauf, das zu bauen. Ja, bin ich gespannt drauf, weil ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich habe so über die krassen Reviews zu dem Set gesehen, wo das in den Himmel gelobt wurde. Und da bin ich echt gespannt, weil hier so ein bisschen Wald und das dabei, also die Minifiguren sind ganz cool. Da bin ich gespannt drauf. Im Jahr 2019 Harry Potter mit dabei, Sirius Black mit dabei, neue Minifigur übrigens auch, so wieder nochmal zwei Dementoren und nochmal den Hirschpatronus von Harry. Besser geht's bei den Minifiguren nicht. Trotzdem, das Set an sich ist ein bisschen lame. Wir haben hier zwei Bäume dabei, die irgendwie von hinten nach nichts aussehen. Also das sind einfach von hinten so Oh, vollkommen okay. offene Bäume. Das sind einfach nur stehende Steine sozusagen. Hätte ich persönlich hier jetzt lieber gehabt, dass man einfach nur einen Baum halt nimmt. Aber natürlich, es geht ja natürlich vor allen Dingen um die Minifiguren und man kann die Bäume auch einfach auseinanderbauen und die Steine für was anderes verwenden. Ja, da kann man die nicht zusammenschieben oder so. Auf Platz Nummer 6 haben wir das Endor Action Battle Set. Ja. Also klar, das Set ist nicht geil, aber sind die Minifiguren in dem Set jetzt wirklich so überragend? Also Harry Potter gerade bin ich auf alle Fälle mit dabei. Sirius Black, geisteskranke Minifigur. Und natürlich zwei Dementoren, die es vorher nur in dem Exklusiv Hogwarts Express gab. Aber jetzt hier die Figuren. Also Wicket, klar, ist ein Ewok. Zwei Figuren in einem 30-Euro-Set. Das ist doch nicht gut, oder? Also zwei Figuren im 30-Euro-Set ist nicht gut. Ganz ehrlich. Wicket, klar, den gab es lange nicht mehr. Aber ich glaube, die Ewoks sind auch nicht so teuer. Ich finde ihn jetzt auch nicht so viel besser als beispielsweise die Figuren in dem 2013er. Wie hieß es denn? fuck. Wann dieses Hauptquartier da von den Ewoks? Die Ewok Village, genau. Und ich meine, einen Scout Trooper gibt es jetzt, glaube ich, genauso in der Razor Crest. Also ich finde die Minifiguren in dem Set jetzt nicht so überragend. Ein ziemlich schlechtes Set, kann man so sagen, mit ziemlich coolen Minifiguren. Wir haben hier einmal den Scout Trooper mit dabei, der hat damals nur für dieses Set einen neuen Mold für den Helm bekommen. Das Helmteil gibt es zum Aber ein Scout Trooper ist jetzt nicht das absolut Gelbe vom Ei, oder? Zeitpunkt dieses Videos nur in diesem Set tatsächlich. Ja, den gibt's aber auch in der Razor Der Crest. Ewok. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er genau der gleiche ist, aber es sieht sehr danach aus, als ob er genau der gleiche in der Razor Crest ist. Sieht auch nicht schlecht aus. Allerdings, das Set an sich kann man komplett vergessen. Ich finde, hier hat man einen Spielspaß von 10 Minuten dran und ein Kind braucht nicht eine Funktion mit. Ja klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das Set nicht gut ist, aber ich finde die Minifiguren jetzt nicht so überragend. Also auf alle Fälle weniger überragend als auch als Captain Phasma oder auch als das mit Sirius Black da oder das mit Avengers. Also. Der ein Speederbike umfällt. Das kann ein Kind sich auch selber vorstellen, wenn es mit so einem Blaster darauf schießt, dass es dann halt kaputt geht. Beziehungsweise auch nicht kaputt geht, weil ein Speederbike ja auch nicht automatisch kaputt geht, wenn jetzt man nur einmal mit dem Blaster darauf schießt.
die Kanonen an sich, die da drin sind, kann man super für was anderes verwenden. Kauft das für die Minifiguren, kauft das für diese beiden Blaster und dann habt ihr hier auf jeden Fall Spaß dran und auch nicht. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, da finde ich das andere 30€ Action Battle Set ein bisschen cooler von den Minifiguren. Also, da habt ihr einen Hoth Rebel Trooper mit dabei, auch zwei Figuren in einem 30€ Set, aber da habt ihr einen Hoth Rebel Trooper, die jetzt nicht so häufig waren in den letzten Jahren, und einen Snow Trooper. Und ich würde sagen, ein Snow Trooper ist cooler als ein Scout Trooper. Für 30€ UVP. Auf Platz Nummer 5 haben wir das dritte Remake der Mos Eisley Cantina. Für alles, was ihr jetzt gerade im Bild seht, bezahlt ihr 50€. Ganz ehrlich, ich hätte das nicht mal für 30€ gekauft. Ja, das war wirklich das Letzte. Also vor allem, weil 2014 die große Cantina da war. Da waren 8-9 Minifiguren in einem 80€-Set. Jetzt hier für 50€. Das war halt wirklich einfach echt schade, dass sie da... Also ich fand es ganz okay, dass sie nochmal so eine kleine Cantina gemacht haben. Für mich persönlich war es nichts, weil ich die große habe. Aber dass sie dann halt das Ding noch dazu geklatscht haben, einfach nur um den Preis hochzutreiben, war eine absolute Frechheit. Und es war, glaube ich, auch exklusiv. Sprich, Rabatte waren nicht so da. Sandtrooper Greedo war, glaube ich, genau der gleiche wie in der 2014er Variante oder vielleicht ein bisschen anderer Torso. Han Solo halt mit dem neuen Haarteil, den gab es auch in tausenden von Sets und diesen Barkeeper. Also, auch da muss ich leider sagen, Brickstorm finde ich die Figuren jetzt nicht so überragend. Keine Ahnung, also Sandtrooper, Greedo klar, aber weiß ich nicht. 50€ sind sowas von zu viel. Wir haben hier 4 Minifiguren mit dabei. Wir haben hier einmal so einen Aufklärungsdruck. Ich hätte das Video lieber die Top 10 schlechtesten Lego-Sets mit Figuren, die besser sind als das Set nennen sollen, weil ich bin mit dabei und so eine kleine Ecke, der muss als. Also bisher fand ich von dem, was der Titel des Videos sagt, die schlechtesten Lego-Sets mit guten Minifiguren fand ich auf alle Fälle am besten des Expecto Patronum eigentlich. Die Cantina. Hier hätte noch ein Dewback mit reingehört. Dann wäre es wahrscheinlich immer noch zu viel gewesen. Trotzdem, die Minifiguren in diesem Set sind schon relativ... Ja, die haben einfach mit dieser fetten und runden Kanone da irgendwie den Preis hochgetrieben. Zufriedenstellend. Also einmal zum Beispiel Greedo sowie Han Solo. Zwei tolle Minifiguren, die man auch super halt verschenken kann. Gleiches gilt dann hier für den Bar. Okay. Ich kaufe auch mal Lego-Sets, damit ich dann die Figuren verschenke. Mann, den gab es vorher noch in keinem anderen Set. Und ja, aber der ist ja jetzt keine coole Figur. Natürlich auch hier der Sand Trooper, also der Stormtrooper, der im Sand unterwegs ist. Tolle Minifigur mit dem Backpack auch noch dazu. Kann man nichts falsch machen. Aber für 50€ und dann so eine kleine Mos Eisley Cantina, die eigentlich nur ja so ein bisschen... Klar, mit den Minifiguren kann man nichts falsch machen, aber ich finde die Minifiguren jetzt nicht so gut. Zusammengestückelt ist aus... Keine Ahnung, natürlich wie immer eure Meinung gerne in die Kommentare zu all jedem Unfug, den ich hier vertreibe. Aber ja. Also die letzten beiden Auswahlen von ihm fand ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Aus dem vorherigen sehr, sehr coolen Set aus 2014. Deshalb habe ich das Set damals auch nur für die Minifiguren gekauft. Ja, aber nur für die Minifiguren. Ich meine, es ist ja immer eine Mos Eisley Cantina. Also, da kann man jetzt nichts falsch machen. Es war halt nur dieses Ding mit dieser großen fetten Kanone, dass sie damit halt den Preis hochgetrieben hätten. Ansonsten hätte es irgendwie eine 30€ Kantine sein können. Und ja, aber die Kantine ist doch in Ordnung. Also ich meine, da konntet ihr diese Szene nachspielen mit Han Solo und Greedo. Also. Auf Platz Nummer 4 haben wir Hanzo vs. Genji. Ein Set aus der Overwatch-Reihe. Und ich muss persönlich sagen, ich mag die Overwatch-Reihe. Viele neue Teile sind hier mit da. Ja, ist nur leider direkt weg. Zu Overwatch kann ich ganz ehrlich nichts sagen, würde ich gerne überspringen, weil ich habe keine Ahnung von Overwatch. Was soll ich dazu sagen? Kann ich nicht sagen, ob die Figuren cool sind. Auf Platz Nummer 3 haben wir das Battle in Smallville. Auch ein phänomenal überteuertes Set für 60. Das würde ich auch sagen, dass das ist wieder eine gute Auswahl, finde ich meiner Meinung nach. Ja, also das definitiv hat so einen Buggy, den bekommt ihr auch in allen anderen Themenwelten. Bei City bekommt ihr den gleichen Buggy wahrscheinlich 5-mal. Und das hier sieht halt nicht nice aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass das im Film vorgekommen ist. Also ist es wahrscheinlich, ansonsten wäre es wahrscheinlich nicht in dem Set, aber es ist mir jetzt nicht so krass in Erinnerung geblieben, dass ich deswegen das Set kaufen würde. 60€ habt ihr einmal so ein... Aber da hätte ich dann eher dieses, es gab noch so ein 10€ Superman vs. General Zod. Set, glaube ich, deswegen hätte ich dann eher das gekauft. Kleinen Jeep erhalten, der war eigentlich ganz okay so zum... Ja, aber den bekommt ihr auch in allen anderen, bei City, wie gesagt, 5-mal. ...spielen, da saß dann einmal der Colonel drin und noch dazu gab es dann hier noch einmal dieses Dropship der Bösen.
Das sieht aus, als ob es ein Vierjähriger zusammengebaut hat. Das stimmt wirklich. Ja. Ja, also 60 Euro natürlich viel zu viel. Aber muss man sagen, auf Minifigurenseite durch 5 Figuren in einem 60-Euro-Set wäre bei Star Wars ein Wunder. Passt auch, da unten sind wieder diese Shooter dran, die wir vorhin auch schon in den Action-Battle-Sets gesehen haben. Irgendwie sieht dieses Ding nach nichts aus. Also wirklich, es sieht auch ähnlich aus zu dem, was man tatsächlich im Superman-Film gesehen hat. Einfach nur schade, denn die Minifiguren in diesem Set sind tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben hier die verschiedenen Generäle mit dabei, wir haben hier Superman mit dabei und die haben alle damals komplett neue Molds bekommen. Mit der anderen Föhnfrisur. Zum Beispiel diese verschiedenen Rüstungsteile, ihr Ja, also die Helme sehen schon echt gut aus. Und auch diese Rüstungsteile. Also die sind schon coole sehen Figuren. könnt, die setzen sich aus zwei Teilen zusammen, aus dem Helm und aus dem Schulterpolster. Wirklich sehr schöne Minifiguren. Resultat aus dem Ganzen war dann, dass das Set wirklich niemand haben wollte und ich konnte es dann da. Ja, vor allem, weil es halt noch parallel dieses Battle gab, wo nur Superman und General Zod halt drin waren. Aber es war halt, glaube ich, für 10 oder 15 Euro oder so. Und ja. Damals mit Klar, dass das dann erfolgreicher ist als sowas. 66% Rabatt für 20 Euro kaufen. Da hat man wirklich nichts falsch gemacht. Auf Platz Nummer 2 haben wir das Gungan Sub. Und das Gungan Sub basiert natürlich auf Episode 1 und ist damit quasi zum Scheitern verurteilt. Okay, ja. Das finde ich auf alle Fälle auch eine ganz gute Wahl. Das Gungan Sub habe ich tatsächlich sogar persönlich, dieses Set. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es damals, wann war das, 2012, da war ich halt 11 Jahre alt, da war mein Gehirn noch viel, viel kleiner als jetzt. Ja. Das habe ich wirklich nur wegen Qui-Gon, also ich habe es mir wirklich nur wegen der Qui-Gon Jinn Minifigur gewünscht. Weil es Qui-Gon halt zu dem Zeitpunkt in keinem anderen Set gab, was ich persönlich cool fand. Ich fand halt das Gungan Sub damals ganz cool wegen den Farben, so ein bisschen blau, so ein bisschen grau, hellgrau. Ja, aber klar, jetzt im Nachhinein betrachtet ist das Gungan Sub jetzt im Vergleich zu anderen Sachen nichts unfassbar überragendes. Natürlich die Padmé Amidala Minifigur, auch sehr, sehr cool und vor allem im Nachhinein auch sehr, sehr teuer. Ja, ansonsten Jar Jar und Obi-Wan halt okay. Jedenfalls ist das Gungan Sub an sich nur ganz, ganz kurz im Film vorhanden und das Gungan Sub an sich sieht ja auch In einer tollen Szene. super lame aus als Lego-Variante. Muss ich ehrlich sagen, reizt mich null. Das sieht halt so aus wie im Film, ne? Dieses Ding auch zu bauen. Ein paar nette Techniken sind hier wahrscheinlich verbaut, gebe ich ja zu. Trotzdem, die Minifiguren in diesem Set sind dafür. Ja, das muss ich auch sagen. Also hier diese Technik, wie sie das hier so außenrum gemacht haben, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das ganz cool zu bauen ist. Umso besser. Einmal ist hier natürlich Jar Jar Binks mit dabei, den kennen wir ja schon mal aus einem anderen Set. Noch dazu sind dann einmal Obi-Wan mit Qui-Gon dabei und die beiden hatten komplett neue Gesichtsbedruckung, da die ja dann ihre Atemmasken unter Wasser anhaben. Und die konntet ihr dann zeigen, indem ihr das Wendegesicht dann halt benutzt habt, indem ihr das Gesicht umgedreht haben, dann kam dieser Ausdruck halt zu Gesicht. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Was natürlich das Ganze nochmal in Schatten stellt, ist Königin Amidala. Komplett neues Rockteil hat sie damals bekommen. Komplett neues Haarteil wurde extra für sie gemacht. Diese Figur ist auch dementsprechend teuer auf Bricklink und macht dieses Set eigentlich begehrenswert. Hier kommt schon wieder Werbung, es gibt's doch nicht. Jetzt auf Platz Nummer 1, aber das. Also klar, ich check, dass er natürlich für die Finanzierung von dem Ganzen, was er da kauft, viel Werbung reinpacken muss, aber das jetzt in einem 13-Minuten-Video dreimal Werbung innerhalb des Videos finde ich ein bisschen viel. Brickstory. Set, was ich sofort mit guten Minifiguren verbinde, und zwar der Sith Nightspeeler. Damals in der Clone Wars-Reihe erschienen. Hier war Anakin Skywalker mit dabei. Auch eine neue Variante damals gewesen, da er nicht mehr diese Klonrüstung angehabt hat. Dazu gab es dann hier noch einmal Savage Opress, der war damals vollkommen neu in der Clone Wars-Serie. Jeder wollte diese Minifigur haben. Gleiches galt für Asajj Ventress. Ist damals. Ja, also da muss ich sagen, ich finde den Sith Nightspeeder optisch nicht schlecht. Ich habe ihn tatsächlich, ich habe das Set, aber tatsächlich habe ich den Sith Nightspeeder momentan nicht aufgebaut, weil ich den als Kind komplett zerschrotet habe und da jetzt erstmal noch die Teile wieder zusammensuchen muss. Vielleicht bauen wir den ja mal dann zusammen. Dafür ist ganz cool, das hier ist tatsächlich ein Print. Da sind coole Prints dabei. Ich finde Sith Nightspeeder objektiv betrachtet auch ganz cool, aber natürlich, wenn ich mir jetzt nochmal im Nachklang Clone Wars ansehe, kann ich mich nicht daran erinnern, dass dieser Sith Nightspeeder vorgekommen ist. Sprich, ja klar, natürlich, wenn man es aus der Filmperspektive betrachtet, das Ding nichts Cooles und da kann das,
finde ich, ist auch was, was auf alle Fälle auf diese Liste gehört. Eben aber drei absolut geniale Minifiguren. Damals erst nur in dem großen Gunship drin gewesen, der 7676, und war dann hier jetzt ganz billig für 30 Euro erhältlich. Diese drei Minifiguren haben einiges rausgerissen, gerade auch, weil alle gerade Savage Opress natürlich die roten Lichtschwerter haben wollten und man hier direkt an vier Klingen herangekommen ist. Allerdings, der Sith Nightspeeder, langweiliger finde ich, hätte man das Set nicht auswählen können. Nightspeeder kommt ein paar Sekunden in der Clone Wars Serie drin vor und ist dann direkt wieder raus. Und dafür extra sowas zu bauen, ganz ehrlich, ich habe dieses Ding nie benutzt. Es lag immer nur in der Ecke. Gut, das ist ganz cool, dass man das Teil in drei Einzelteile unterteilen kann. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, ich fand jetzt nicht eine absolute Vollkatastrophe, aber natürlich, wenn man es vergleicht mit den Minifiguren, die in dem Set sind, dann natürlich, ja, durchaus etwas, was vielleicht nicht ganz so cool ist. Ja, das war das Video von ihm, das war meine Reaction darauf. Schreibt natürlich alles in die Kommentare zu jedem Set gerne eure Meinung, zu allem, was ich gesagt habe, eure Meinung, zu allem, was er gesagt hat, eure Meinung. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Tag versüßen. Wenn ja, dann lasst mir sehr gerne einen Like und wenn ihr noch kein Abonnent seid, gerne ein Abonnement da. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz angenehmen Tag und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, It's time for Bricks. Ciao.